Eine Woche, eine neue Woche und ein paar neue Mods, Freunde. Willkommen zurück. Ihr habt es gerade schon gesehen, ich habe neue Rezepte. Ich habe ein paar neue Mods installiert und diesmal tatsächlich Waffenmods. Valheim Plus ist immer noch down und wird wahrscheinlich auch down bleiben. Ist aber auch egal. Ich würde, falls possible, würde ich tatsächlich gerne ein Rad kriegen, um den Artisan Table zu bauen. Ich weiß allerdings nicht, ob das überhaupt möglich ist. Müssen wir mal gucken. Ansonsten, ja, geht's weiter. Die Dandelions können hier rein. Ansonsten geht es ganz normal weiter. Ich werde den Hammer mal disenchanten. Den brauche ich jetzt nicht. Ich habe immer noch nicht weiter gefischt. Habe aber so ein bisschen jetzt die Idee vom Fischen. Ich muss auf jeden Fall mein Fischen per se mal leveln. Wir werden gleich auf jeden Fall auch nochmal Bone Mass klatschen. Weil er sich verdient, der alte Mann. Oder wie auch immer. Das hätte ich auch gehabt. Falls wir noch genug Knochen haben. Ach, wir haben mehr als genug Knochen. Genau. So. Ich kann nicht disenchanten, weil ich dich in der Hand habe. Sacrifice. Du arme, arme Hammer. Tust mir schon fast leid, aber ich brauche dich nicht. Du bist mir mit deinem Wohl einfach auch zu groß. So. Wo kann ich jetzt? Dann machen wir doch mal hier. Also den Coreblade und die Iron Scythe. Ja, bei Bombers macht wenig Sinn. Dich hätte ich Lust. Movement Speed minus 20, ey. Auf dich habe ich Lust, aber ich glaube, das ist mit dem Eisen eher schlecht. Deswegen lassen wir das lieber mal. Noch dazu müssten wir eigentlich, aber ich glaube, dazu fehlen uns tatsächlich die Trophäen. Eigt hier klatschen gehen, weil auch da kriegen wir neue Drops und neue Sachen und. Ihr merkt schon, es gibt ein paar neue Sachen. Einfach weil. Let's fahren! Wir gehen mal Eik hier klatschen. Ja, ansonsten, wie gesagt, Baumass. Brauche ich so viel Hämmer, Alter. Putz, hey, ich hab euch gedroppt. Wir haben jetzt auch tatsächlich mehrere Bögen, die auf Magie basieren. Die kriege ich aber auch erst, nachdem ich Moder besiegt habe. Also ich kann mir Moder damit nicht, ich glaube Artisan Table, ich kann mir Moder damit nicht leichter machen. Aber ich finde einfach ein paar neue Bögen, die auf Magie basieren, das bringt nochmal ein bisschen mehr Pfeffer rein. Einfach was, kann ja jeder seine eigene Meinung zu haben, aber ich habe Lust drauf. Vor allem verbrauchen sie ja trotzdem noch Ausdauer, sie verbrauchen halt nur keine Pfeile mehr. Das heißt, es gibt den Blitzbogen, der verschießt halt Blitz, ein Blitzpfeil sozusagen aus Magie. Dann gibt es Feuer, der verschießt einen Feuerpfeil aus Magie. Dann gibt es Gift, der Giftpfeile aus Magie verschießt. Und es gibt Eis und Spirit. Ich erkläre jetzt nicht jedes Mal, dass sie aus Magie Pfeile verschießen, weil das sollte jetzt mittlerweile jeder verstanden haben. Ja. Finde ich ganz interessant. Die neuen Waffen weiß ich noch nicht, ob man die wirklich braucht, aber es bietet einfach ein bisschen mehr Abwechslung. Finde ich auch, der Baum ist schön gewachsen. Finde ich auch ganz interessant.
Und dann gucken wir einfach mal, wann wir dazu kommen. Ich meine, die Skies, die könnte ich in der Theorie ja schon bauen. Aber, ja, da müsste ich halt so viel... Müsste ich halt so viel Eisen noch holen. Und die Frage ist, will ich mich jetzt gerade, wo ich es nicht unbedingt brauche, damit auseinandersetzen? Ich will den Balken nicht resetten lassen. Bleib hier. Ja, genau so. Okay, er wird wieder. Schade. Was gehört? Ich war zu früh, oder? Genau, den Lightning Jam für einen Lightning Spear. Habe ich das richtig gesehen? Ich glaube. Ja, es ist jetzt auch eine neue Waffe. Den können wir tatsächlich mal machen. Wie oft habe ich ihn jetzt gerufen? Zweimal? Je nachdem, was der kostet, können wir wirklich mal machen. Ich habe ihn nur einmal gerufen, ne? Ich glaube, du musst warten, bis er gesammelt ist, bis du ihn nochmal rufen kannst. Ist doch ehrlich gesagt egal. Seht ihr jetzt an, dass er so viel Schaden kriegt von meinem Spirit? Da muss er jetzt an der sehen, das ist ganz nice. Wie brauchen wir davon? Wohl 5, würde ich schätzen? Ich weiß es nicht aus dem Kopf. Wir rufen ihn jetzt noch einmal und dann gehen wir mal zurückgucken. Bitte dreh ich hin. Lightning-Schaden macht mir gar nichts. Nein, ich hab daneben gehauen. Ich hab ihn tot gekriegt, ohne dass die gelbe Leiste wieder rot wurde. Wir haben jetzt 3 Stück gucken. Gehen wir mal gucken. Ich hab wirklich keine Ahnung, wie viel wir brauchen. Müssen wir hier mal ein Portal hinsetzen, oder zumindest zu dem Dingsstand. Zum Spawn. Wir wollen aggressive Schweine. Ich laufe erstmal 300 Kilometer um dich rum. Kannst nicht mal Schwein. So. Gucken wir mal, ob wir den Speer craften können in der Theorie. Dann können wir, glaube ich, schlafen und dann gehen wir Bone Mass mal nochmal ans Leder. Weil ich eigentlich auch noch nie mit Speer gespielt habe. Man kann ihn mal craften, man. Das ist alles. Es ist nur ein bisschen Farmarbeit. Das ist nichts, was es wirklich kostet. Wäre ja auch blöd, wenn ich die neuen Items jetzt gar nicht benutze. Ich kann auch die Skies craften. Aber. Oh, 30 Eisen ist halt wirklich viel. Ich müsste mich mal hinsetzen, ich müsste zumindest Eisen mal ohne Aufnahme farmen. Ja, mal gucken. Hierfür ist noch ein Abstieg, ne? Ganz schön viele Bären gekriegt. Warum wählt ihr nicht? Und sind da noch Fische drin?
können ruhig hier rein, macht mehr Sinn. Na komm, spring da drauf. Könnte ich eigentlich die IQ-Trophäen auch aktuell mal kaputt machen? Ich glaube, die brauche ich aktuell auch für nichts. Gib mir noch ein paar. Gib mir was Runestones. Gibst du mir Runestones? Ja, die gibst du mir Runestones. Wenn auch nicht die besten Runestones, aber du gibst mir Runestones. Du bist der falsche Raum, auch immer nur rein gemacht wirst. So, wo kann ich dich jetzt craften, mein neues Wäffchen? Okay, Wäffchen ist nicht. Meine neue Waffe. So, Lightning Charge Spear. Da, Lightning. Pierce Lightning. Ich habe mir fast gedacht, dass wir 5 dafür brauchen. Also ein bisschen unlucky jetzt. Dann müssen wir doch nochmal Actual Clutching gehen. Aber so per se würde ich sagen, let's do them, oder? Lasst uns den einfach mal craften. eigentlich könnte ich auch mehr mitnehmen. Er braucht ja wahrscheinlich zum Upgraden das Ganze auch nochmal, ne? Wir gehen einfach IQ ein paar Mal klatschen, ist okay. Vor allem, ich denke gerade so, wenn ich den dann verzaubert kriege mit Wiederkommen, mit Comeback oder wie auch immer es heißt. So, ich müsste hier auch immer noch das Ganze mal absichern, ne, weil hier zu viele Tage rumlaufen. Entschuldigung, das war ein dummer Spruch, der so nicht. Das, Entschuldigung. Der war daneben, aber ziemlich. Aber ja, ich muss das auf jeden Fall noch eingrenzen. Weil. Ist halt scheiße. Des Weiteren. Müsste halt Moonstones kommen, ne? Ich hätte mal gucken, warte mal, das kann ich doch hier, ne? Brauche ich 5 von, das heißt, die kriege ich sogar. Und davon brauche ich wieder 5, das heißt, ich bräuchte 15 hiervon, die kriege ich nicht. Ja gut, aber wir brauchen ja nur hier wiederkommen, Recalling. Wenn wir Recalling kriegen für den Speer. Wobei, Speer, ist der Speer jetzt das, was wir. Wirft oder ist der Speer das, was man in der Hand hält? Ich weiß es gar nicht. Ist so oder so egal. Ich hoffe, es ist eine schöne Waffe, die Spaß macht. Auch wenn der Schaden nicht so hoch ist. Deswegen machen wir IQ jetzt doch ein bisschen öfters. Dann müsste es halt upgraden. Und wir Eisen fahren müssen. Ich farm Eisen außerhalb der Aufnahme. Wir haben fast eine Woche komplett nur Eisen gefarmt. Der war. Ich habe jetzt wirklich lange kein Valheim mehr gespielt. Weil auch ein paar gesundheitliche Probleme und so sind ein bisschen Mist passiert. Deswegen ist in der letzten Woche auch kein Stream gab. Und da muss ich sagen, der war schön. Der war wirklich schön, ja. Ich freue mich, ich habe Bock drauf. Ich habe auch mal Bock in Temtem reinzugucken. Weißt du noch nicht, was ich mache? Das Problem ist, ich habe mal in die Nutzlog reingeguckt und ich finde die Nutzlog ein bisschen unüberdacht. Weiß nicht, so ein bisschen unnötig extrem schwer in Temtem. Vielleicht mal die Random-Locke machen oder so. Mal gucken.
Speedrun kann ich nicht machen, weil dafür habe ich Temtem. Ja, da habe ich zu wenig Ahnung von Temtem. Das heißt, ich könnte es schon machen. Das Problem wäre halt einfach, dass ich halt dauernd Wiki gucken müsste und das macht ja auch keinen Sinn. Von der Fette, weiß ich. Er kommt Platz offen, bitte. Aber ja, ich glaube, der Deal, das ist ein guter Deal, dass ich dann wirklich außerhalb Eisen farme. Wenn was, ich mache den Replay-Buffer dann an und wenn was passiert, kann ich immer noch euch es euch zeigen. In den Shorts oder... Oh, der wird noch nicht mehr immer gedockt, kann das sein? Ich habe erst 4 gekriegt. Einer hat keinen fallen lassen. Okay. Ja, gut, dass ich mehr mitgenommen habe. Aber ja, ich denke so, wenn wir jetzt in den Mountain gehen und wir den Mountain abgefarmt haben und erledigt haben, ab da werde ich dann bis auf in Ice Caves oder Mountain Caves, wie auch immer, werde ich Silber zum Beispiel farmen ohne euch, weil wir müssen nicht andauernd Gefarme sehen. Und ich denke, so werde ich es jetzt auch mit den Krypten halten. Ich werde den Replay-Buffer anhaben. Wenn was passiert, werdet ihr es sehen in den Shorts. Aber ich denke, es ist jetzt nicht so interessant, dass ich da dann unbedingt das aufnehmen muss, weil dann zieht sich das hier noch länger, als es eh schon zieht. Und gerade am Anfang mit den 20-Minuten-Folgen haben wir eh schon teilweise viel Zeit verbracht für nichts und wir wollen noch bauen ordentlich und das heißt, also es zieht sich eh noch alles, was auch nicht schön, also ne, jetzt nicht falsch verstehen, es geht nicht darum, dass es sich zieht, das ist okay für mich, das ist voll geil, es dauert so lange, wie es dauert, so lange, wie wir Spaß haben, vielleicht sagen wir auch, sobald wir die Queen besiegt haben, jetzt bauen wir es richtig, alles cool, darum geht es mir nicht, es geht mir nur darum, dass ich euch nicht auch immer das gleiche zeigen muss. Ja, ich muss euch jetzt wirklich nicht eine Woche zeigen und das ist eigentlich schon mal für mich schon zu oft passiert, aber ich muss euch jetzt nicht in der Woche eine Woche komplett zeigen, wie wir nur Eisenfarmen gehen. Na ja, komm, wir machen jetzt, ach Gott. Wir machen den Rest jetzt auch noch, würde ich sagen. Sind nur 3. Das wären Rehe. Boah, das war so weit drüber. Ich so snipe gut in Call of Duty, ne? Und hier die eine Lady, die das, also sie sagt selber, das hätte sie, das ist für sie Mathematik und so, die irgendwie so am Rande, so wirklich, die sieht nur den Punkt, die denkt kurz nach und bam, trifft einen Headshot. Unglaublich. Unglaublich für mich. Richtig, richtig der große Respekt davor. Auch mit nahezu jeder Waffe, nahezu jedem Game. Absolut Respekt davor, wirklich. Aber wenn wir einmal hier sind, wir müssen das Reh hängen, dann würde ich noch holen, ne? Also, wow, das ist wirklich. Ich habe jetzt letztens eine Compilations gesehen. Da hat sie, da war sie selbst von überrascht, jemanden aus dem fahrenden Auto geholt. Aus keine Ahnung, wo ist denn jetzt der Neck hin? Aus, 202, 203, vielleicht, so 300 Meter würde ich sagen, war das. Aus dem fahrenden Auto in PUBG. Und sie gibt dem Ast rein Heady. Absolut, absolut krass. Also, das ist ein Können, das, aber ein absolut größter Respekt davor. Bin ich jetzt wirklich drauf, was Snipen angeht.
Dann kann ich eigentlich hauen. Ach komm, dass mich das getroffen hat. Aber das ist wirklich... Wir haben zwei Stück, das müsste eigentlich zum Upgraden reichen, oder? Dann haben wir noch, immer noch ein paar Trophäen und vor allem ist mein Inventar voll. Na, werden wir überhaupt genug Eisen haben. Aber ja, ich würde sagen, das halten wir so feste. Das meiner Meinung nach am meisten Sinn. Wir werden das Biom erst einmal spielen, so wie wir den Swamp jetzt auch, den Sumpf jetzt auch gespielt haben. Und dann, sobald wir das erreicht haben, ich sage jetzt nicht in dem nächsten Mountain, ich gehe erst Silberfarben, sobald wir, Mordor gelegt haben. Darum geht es mir jetzt gar nicht. Irgendwas dabei, was ich brauche? Ey, du auf Augen, sondern in Lieferkern, ne? Was ist denn noch hier rumliegen? Stonewood? Oh. Rust Gem. Ich war mir nie sicher. Tatsächlich. Ob der was, ob der sowas hat. Ich hab. Ja, doch, das. Der hieß jetzt Grave of Brood. Ich meine, ich hätte im Kopf gehabt, dass nur irgendwelche Eliten das fallen lassen. Ich war noch mal überlegen, welche Eliten es überhaupt gibt von den Grey Dwarfs. Aber die Frage, die beantwortet, sind die Broods, die für einen Hammer Waffen fallen lassen. Übrigens einen Einhandhammer. Wo wir stehen? Achso, ja, ich denke, so machen wir das. Das macht einfach am meisten Sinn. Das ist halt sonst ein bisschen, weiß ich nicht. Aber natürlich drüber streiten, Farmen, Minecraft und so, das will man ja auch sehen, mehr oder weniger, aber. Weiß nicht, das macht für mich. Weil das ja auch dauert. Und so eine ganze Woche euch nur zu zeigen, wie ich jetzt in den Untergrund. Farme. Ah, da passiert zu wenig. Oh, noch einer. Oh, ich tue ja, wer wüsste, was die in meinem Haus machen. Die habe ich ja da. Der ist auch ein bisschen geleckt, kann das sein. Aber das bestärkt meine Meinung dazu, dass ich hier einen Schutzwall brauche. Wenn er jetzt endlich auch einfallen, hast du jetzt auch einen. Okay. Ich denke, so machen wir es. Das macht einfach am meisten Sinn. Ja. Ansonsten der Plan für die Woche, vernünftigen Mountain suchen. Und so weiter und so fort. Aber interessiert uns eigentlich auch erst später. Würde auch erst ein bisschen später geschehen. Mit den Endlers eigentlich was machen? Ach, das ist zu weit weg. Ne? So, was kostet uns der Hammer? In der Theorie.
Earthen Hammer. Solid hammer made of sturdy iron, swirling around the head of the weapon are small stones and dust. Ja, okay, der hat einfach nur Blunt Force. Das ist besser als mein jetziger. Ich habe auch keine Earth Gems, von daher ist es ist relativ. Dich will ich craften. Core Wood und Iron. Das brauchen wir dafür nur natürlich schon wieder einen neuen. Ne? Haben wir hier Core Wood? Sieht fast dann aus, als ob wir hier kein Core Wood haben. Das ist unschön. Ja, wir müssen aber kurz ins Lager gehen. Das ist kein Core Wood. Das ist zu weit weg, um es einzulagern. Wir können auf jeden Fall mal kurz hier die Sachen planten gehen. Und die Dandelions wegkriegen. Corewood, ich wollte ins Lager. Ich war schon wieder kurz verwirrt. Das ist Lager. Du bist Lager. Ja, doch hier, Quarry. Das ist kein Corewood. Das ist kein Core. Kein Crowd? Ah, okay, doch, wir haben Crowd. Ja, oh, kurz an mich gezweifelt. An mir. Ich habe kurz an mir gezweifelt und habe gedacht, wir hätten kein Crowd. Hat sich herausgestellt, wir haben Crowd. So. Können wir eigentlich mal hier auch hinblasen, nämlich zumindest ein 50er Stack Crowd hier. Warwood, Eason. Lightning Charge, Spear, ist ein ER. Was passiert da jetzt eigentlich? Jetzt auf einmal cool, ey. Ja. Weil da. Eine Kiste kaputt gepoppt ist. Du Holz auf einmal hattest. Deswegen stellst du auf einmal Eisen her. Das habe ich auch noch nicht verstanden. Ich glaube, die Kiste sogar ist jetzt schon mehr als einmal kaputt gegangen. Und ich weiß noch nicht, woran das liegt. Wir werden ja jetzt auch keine neue hinstellen. Das passt schon alles. So, gar nicht 10 Holz raus. Achso, ja, weil das Verbrenner. Ja, okay. Das habe ich noch nicht. So, gucken wir mal, was ist der Speer? Okay, das ist der zum Werfen, ne? Ne, es ist nicht der zum Werfen. Oder? Doch, das ist der zum Werfen. Den mit Recoil Calling. Ich habe da ein Schild dran? Kann ich sogar. Ich verzaubern ihn mal. Und gucken wir mal, ob wir Recalling drauf kriegen. Ach Gott. Wenn ja, wäre das schon mega nice. Hätte was. Was brauche ich denn? Kann ich dich verzaubern? Ich kann dich verzaubern. Rare machen. Kann ich rare machen? Kann rare nicht machen.